So, da bin ich wieder mit Let's Play Dragon Quest 6. So, da steht ein Felsen aus der Wand hervor, der aussieht wie ein Schalter. Darauf drücken. Ja. Bob. Und Sesam. Öffne dich. Ha. Mhm. Sehr schön. Und das ist jetzt wahrscheinlich diese komische Höhle, die wir schon gesehen hatten, als wir da bei der Meerjungfrau waren. Warum auch immer die von der anderen Seite offen war. Keine Ahnung. Hi. Ich bin hier. Jetzt gibt's keine Kommen mehr. Hä? Ihr seid das. Ihr wisst wirklich nicht, wer ihr stört, oder? Ich nehme an, ihr habt gerade nichts Außergewöhnliches gesehen. Hab ich recht? Nein. Ihr habt also was gesehen? Tja, dann fürcht ich, ich werde diese Höhle nicht mehr lebend verlassen. Obwohl ich euch in meinem Zustand wohl kaum daran hindern kann, selbst wenn ich das versuchen würde. Ich nehme an, ihr seid hier, um eine echte lebendige Meerjungfrau in eure Hände zu kriegen. Aber wenn das nicht der Grund ist, aus dem ihr hier seid, dann bitte ich euch, erzählt niemandem von der Meerjungfrau. Wenn die Leute davon Wind kriegen, wer weiß, was denn mit meiner armen, süßen Unda passiert. Unda. Das klingt irgendwie... Warum haben sie die Unda genannt? Unda klingt irgendwie, als ob... Schon dieses Un, das klingt irgendwie... Un. Eher wie so ein Ork oder so. Wie komme ich jetzt auf Ork? Ist auch egal. Oh, Ole. Unda, meine schuppige Geliebte. Das klingt nicht schön. Oh, mein Ole, besorgt sollst du nicht sein. Ich spüre die Aufrichtigkeit bis in mein Herz hinein. Jetzt sag mir nicht, du redest nur in Reim, Mädchen. Das wäre ja richtig schlimm. Tja, wenn meine Unda was Gutes an euch findet, seid ihr vielleicht doch nicht so schlecht. Ihr bewahrt also das Geheimnis? Wir wollen ja nicht, dass die Leute sie ausstellen, ja. Ich bin so froh. Ich könnte heulen. Unda lag also richtig. Ich verdank meiner Unda einfach alles. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich erinnere mich noch so gut, als wär das gestern gewesen. Ich hatte die Warnung der Dorfbewohner ignoriert und bin trotz des schlimmen Unwetters raus fischen gefahren. So eine riesige Welle erfasste mein Boot und brachte es zum Kentern. Was das mit meinem Arm und Bein gemacht hat, seht ihr ja selbst. Ach ja, der hinkt ja, vielleicht ist er deswegen so lahm gegangen. Ich muss wohl den halben Ozean geschluckt haben. Ich fühlte schon, wie ich immer schwächer wurde, und da tauchte meine Unda plötzlich auf. Sie nahm mich in die Arme und brachte mich hier in der Höhle in Sicherheit. Aber meine arme Unda hat einen hohen Preis für ihre Güte bezahlt. Mit meinen geliebten Schwestern inmitten der Wellen ich tollte. Oh je. So herrlich war es zu schwimmen. Ich hoffe, der Tag niemals enden sollte. Hör auf, im Reim zu sprechen, Mädchen, du machst mich verrückt. Als der Sturm anbrach, oh weh, nach Haus wir eilten, doch ach, eine Stimme ich plötzlich vernahm, so einsam und furchtbar schwach. Ich hasse Reimer. Ich krieg das nie wieder aus dem Kopf. Das Herz wird mir zerspringen, ob diesen verzweifelten Klagen. Obgleich große Furcht ich spürte, ich musste es einfach wagen. In diesem Augenblick mein Schicksal sich mir offenbarte, meinen liebsten Ole zu retten, der zwischen den Wellen ausharrte. Gut, dass er weiterredet. Während meine tapfere Unda herbeieilte, um mich zu retten, hielten ihre Schwestern sie für vermisst und schwammen heim. Unda blieb hier zurück. Sie schafft es nicht, diese von Monstern verseuchte Meer allein zu durchqueren. An jenem schicksalshaften Tag kam in dieser Höhle ich an. Mein Ole, seitdem ich mich umsorgt und beschützt, so gut er nur kann. Ich würde Unda liebend gern zu ihrem Volk zurückbringen. Mein Ole, es schmerzt mich so sehr, zu sehen deine Pein. Kannst du mir denn nicht glauben, ich könnte hier glücklich sein? Entschuldigen tue ich mich nun, ich spüre so großes Verlangen. Zu schwimmen im Meer herrlichen Nass, wie könnte man wohl besser einspannen? Sie ist weg. Und mit ihr ihre Reime. Sehr schön. Unda trägt ihre Situation mit Fassung, aber ich weiß, dass sie nichts lieber möchte, als zu ihrem Volk zurückzukehren. Aber ich bin nun nicht mehr der ich mal war. Ich habe nicht mehr genug Kraft, um ihr zu helfen. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der stark ist und genug Mut hat, um meine Unda zurück nach Hause zu bringen. So, und jetzt ratet mal, wer das ist. Meine Wenigkeit, mit Sicherheit. Kennt ihr vielleicht jemanden, der ein Schiff hat? Jemand, der tapfer genug ist, die heimtückischen Gewässer zu durchqueren? Und meine Unda in ihre wahre Heimat zu bringen? Ja, kennen wir. Ihr kennt jemanden? Wer ist das? Moment, ihr meint doch nicht euch!
Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ihr dafür geeignet seid, aber wenn ihr meint... Ei, ei, dann fangen wir doch mal damit an, ein Auge auf euer Schiff zu werfen. Ich warte hier, während ihr das Schiff holt. Oh nö, oh nö. Er wartet hier also, während wir das Schiff holen. Alles klar. Was auch sonst. Wenigstens müssen wir ihm nicht mehr hinterher schleichen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und wir müssen die Meerjungfrau nicht mehr sprechen hören. Ich meine, oh, ich weiß nicht, ich kann es nicht ertragen, wenn Menschen nur in Reimen sprechen. Ich lese mir ja gerne mal Gedichte durch, aber wenn Menschen nur in Reimen sprechen, dann irgendwann flippe ich aus. Ich weiß nicht, und ich studiere Germanistik. Oh je. Aber ich habe extra ein Seminar belegt, wo es um Dramen geht und nicht um Lyrik. Man hätte Prosa, Drama und Lyrik nehmen können und ich habe Drama genommen. Weil wir in der Schule auch eigentlich fast nur Dramen durchgenommen haben. Und Lyrik mag ich nicht so dolle. Beziehungsweise nicht auf Dauer. Ich kann auch keine Gedichte analysieren und sowas, da fängt das schon an. Falsch. Ich muss das Dorf verlassen. Das wäre besser. So. Ich denke jedes Mal, dass ich gegen die, diese Räder der Windmühlen gegenlaufen kann. Deswegen weiche ich denen immer aus, aber die schweben ja in der... Also die drehen sich ja viel weiter über mir. Insofern, ja. Ich, typisch. So. Diesmal ist Unda nicht da. Wo auch immer sie jetzt halt ist. So. Ah, da ist sie schon wieder. Halloho. Ja, ich bin da. Ich werd verrückt. Das Schiff da. Ihr seid das Amarok, oder? Mit dem Schiff könnt ihr den Ozean überqueren und meine Unda zurück nach Hause bringen. Was? Amarok, ich flehe euch an. Bringt mir meine Unda heil dahin zurück, wo ihre Freunde auf sie warten. Der ist aber richtig aufopferungsfähig. Ich dachte, das ist seine Geliebte und er setzt sich so dafür ein, dass sie nach Hause kommt. Irgendwas, dieser harten Haken. Kann ich auf euch zählen? Ja. Ich wusste, ihr würdet euer Wort halten. Unda, Liebste, bitte schließt dich diesen wackeren Leuten an. Was wir beide hatten, war nicht für die Ewigkeit geschaffen. Deshalb lass ich dich ziehen, dorthin, wo du wirklich hingehörst. Aber, Ole, was wird aus... Das tut weh, das einzusehen, aber wenn du bei mir bleiben würdest du niemals richtig glücklich werden. Das hier ist nun mal nicht dein Zuhause. Mein Ole, dich zu verlassen, brächte dich nie übers Herz. Zu schön ist, was wir teilen, zu schrecklich wäre der Schmerz. Ich warte draußen auf euch, ja? Ich will mir das nicht anhören. Nicht schon wieder. Bitte geh, du kannst nicht hierbleiben. Ich... Ach, schon vorbei. Doch nicht. Eines Tages, das schwöre ich, werde ich... Geliebter, tief in meinem Innern weiß ich, dies ist kein Adieu. Tagtäglich werde ich beten, auf dass bald ich dich wiedersehe. Okay. Unda, meine schuppige Geliebte. Nennen Sie nicht schuppige Geliebte, das klingt doch nicht nach einem Kompliment. Okay, folgt sie mir jetzt oder wie läuft das? Tschüssi. Soweit ich weiß, lebt Undas Volk im Meer hinter der Meerenge, die weit oben im Nordosten liegt. Das muss der Teil des Meeres sein, der auf der anderen Seite der Schleuse liegt, durch die ihr hierher gekommen seid. Ich verlasse mich auf euch, bringt meine geliebte kleine Unda sicher nach Haus. Alles klar, also durch die Meerschleuse. Richtung Nordosten. War da nicht irgendwo auch mal so eine Muschel im Wasser? So eine große? Vielleicht ist das ja das Zuhause der Meerjungfrauen. Die schwimmen mir jetzt echt hinterher. Kann ich jetzt auch irgendwo anlegen? Ja, sie wartet da. Braves Mädchen. Sehr schön. Sehr braves Mädchen. Okay. Fahren wir mal hier lang. Wir sind noch gar keinen Monstern begegnet. Also wenn wir jetzt überhaupt keinen Monster auf dem Weg begegnen, dann lache ich aber echt. Weil wir begleiten sie ja eigentlich nur wegen der Monster, weil sie nicht alleine hier lang schwimmen sollte. Ah, da geht's schon los. Krakenkorso. Korsa.
Headquarter. Okay. Bombs. Nochmal. Aber viel Schaden machen sie glücklicherweise nicht. Ja, und ich wollte mir angewöhnen, jetzt ein paar nähere Zukunft mal ein paar mal öfter so Fertigkeiten anzuwenden, die ich eigentlich habe. Ich benutze die irgendwie recht wenig. Ich bin eher so ein Hau drauf Mensch. Glaube ich. Genau, Gepäck. Ich bin schon wieder verwirrt. Man merkt, ich habe länger nicht mehr gespielt. Das hat sich jetzt noch nicht richtig gelohnt, aber ich dachte mir, wenn er jetzt angreift, wird sich das auch nicht lohnen, da das Viech tot ist. So. Oder tot gewesen wäre, durch die, die angegriffen haben. Schnitzel hat die auch noch angegriffen. Ja. Whatever. Fliegen, genau. Schwimmen wir weiter. Oder fahren wir weiter und sie schwimmt uns hinterher. So, und hier ist doch jetzt schön die... Genau, hier ist die Schleuse. Okay. Und dann... Es hieß im Nordosten. Fahren wir einfach mal Richtung Nordosten. Seegeist. Okay, ich hab echt zu viel... Ich habe gerade in diesem Moment festgestellt, dass ich zu viel Tales of Symphonia gespielt habe. Weil ich gerade der erste Gedanke war, das Viech ist neu. Ich muss ein magisches Auge anwenden. Verdammt, die gibt's hier ja gar nicht. Du bist ja bei Dragon Quest. Ach ja. Da bekommt man die Daten ja so. Ich unvergesslich, ja. Oh, Viva. Ich bringe mal alles gerne durcheinander. Das kennt ihr ja von mir. So. Ich glaube, das ist jetzt Part 98, den ich aufnehme, oder? Ja, ich meine, ich bilde es mir ein. Dann ist bald Part 100 dran. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend, finde ich. Okay, hier ist nichts. Ich dachte mir, vielleicht ist es wohl am ehesten hier irgendwo. Da oben müsste nämlich diese Muschel sein. Thrillerwellen. Na dann thrillert mal ein bisschen. Oder schlaf, das ist natürlich auch schön. Die eine sind wir dann auch schon mal los. Die zweite auch. Und die dritte auch. Schön. Und die geben eigentlich richtig viel Erfahrung dafür, dass die so leicht sind. Also die drei haben jetzt irgendwie 400 irgendwas gegeben und die drei Korsare davor, wie viel war das? 500 irgendwas. Aber der Unterschied ist relativ klein gewesen. Oh je. Oh. Tatsache, Meerjungfrau. Das scheint die Stadt der Meerjungfrauen zu sein. Ofa, geliebte Schwester, die du da schwimmst im Meer. Ich bin es, deine Unda. Erkennst du mein Antlitz nicht mehr? Unda? Süße Unda, kann das wirklich sein? Oder liegen meine Augen einem trügerischen Schein? Hier reden alle im Reim. Nein, nein, ich will nicht. Okay. Augen zu und durch. Ich sag dazu jetzt nichts mehr, ich lese es einfach vor. Meine liebliche kleine Schwester, wieder daheim bei den Iren. Von Kummer und Sorge zerfressen, den Verstand dich droht zu verlieren. Mach's nicht so dramatisch. Der schwärzeste aller Tage, als meine Unda verschwand. War sie für immer verloren, welch Schicksal sie wohl fand. In allen sieben Meeren, ohne Rast noch Ruh, durchsuchten wir Wasser und Riffe und den Meeresboden dazu. Unsere Angst war tödlich, dass du getroffen hättest, ein Biest mit Lippen rötlich, von Meerjungfrauenblut benetzt. Oder war gar Schlimmeres geschehen, der Gedanke verstummen uns ließ. Entführt von grausamen Menschen, eingesperrt in ein trockenes Verlies. Meine kleine Schwester, so hilflos, nur ernährt von trockenem Brot. Das reimt sich nicht, Ofa. Wie könnten wir jemals sie finden und befreien aus ihrer Not? So viele schlaflose Nächte in meinem endlosen Schmerz. Der Gedanke an dein Verschwinden brach mein Meerjungfrauenherz. Doch Schwester, horch auf, du wirst frohlocken. Nicht all diese Menschen sind fiese Kotzbrocken. Das ist so geil. Die sprechen die ganze Zeit so hochgesprochen und dann plötzlich. Nicht alle Menschen sind fiese Kotzbrocken. Toll! Denn ohne ein Schiff, ein robustes, bei dir ich jetzt nicht wär. Und wäre wohl auch nicht am Leben zu erzählen, diese Meer.
und hätte mein geliebter Ole nicht liebevoll mich umsorgt, hätte ich wohl nie wiedergesehen diesen geliebten, vertrauten Ort. Viel Kummer habe ich dir bereitet und Grund genug zu ergrimmen. Doch jetzt sind wir wieder zusammen, nie wieder will ich fortschwimmen. Nur deine glückliche Heimkehr ist alles, was wirklich zählt. All deinen Meerjungfrauenschwestern hast du ganz schrecklich gefehlt. Mein ewiger Dank gilt euch Menschen, eine großzügige Tat dies ist. Mit Worten ist nicht zu beschreiben, wie sehr ich sie hab vermisst. Wer immer ihr auch sein mögt, das ist jetzt einerlei. Nehmt ein Geschenk von Herzen, auf das es nützlich euch sei. Geschenken nehme ich immer gerne. Dies ist die Harfe der Lorelei, gefertigt nach Meerjungfrauenart. Nehmt sie für eure Güte, begleitet sie euch auf eurer Fahrt. Amarok nimmt Loreleis Harfe entgegen. Okay. Und was tut diese Harfe? Geratet ihr in Bedrängnis und Hilfe ist nicht in Sicht. Zupft nur an einer Seite, mehr braucht es dazu nicht. Wenn diese Melodie wir lauschen, spielend in der Ferne, den Rettern wohlgesonnen, zu Hilfe wir eilen gerne. Doch eines nur können wir tun und unser Zuhause euch bringen. Zu erkunden des Ozeans Tiefen, wo all die Meerjungfrauen schwimmen. Tief unter des Meeres Wellen seid ihr dann frei zu genießen, all die bunten und süßen Freuden, die unter Wasser nur sprießen. Komm, liebste Unda, die Kunde nun zu verbreiten. Mein Schwesterherz ist zurück, vorbei sind die traurigen Zeiten. Hab Dank, liebe Ofa, es ist wie ein Traum. Bin ich wirklich zu Hause, noch glaub ich es kaum. Oh, es ist vorbei. Wir müssen nur ein bisschen auf der Harfe klimpern und dann können wir mit den Fischen baden gehen? Naja, solange wir nicht zu Fischfutter werden, kann es ja auch nicht schaden. Probieren wir es aus. Wenn wir mal nicht wissen, wie es weitergeht, lohnt es sich immer bei Madame Lucia vorbeizuschauen. Genau, Milena, du hast es erkannt. Das habe ich auch schon erkannt. Madame Lucia ist toll. Sie kann unser Schicksal in ihrem Kristall sehen und uns auf den Weg weisen. Ich nehme das jetzt mal als den Wink mit dem... Ich nehme das, was Milena jetzt mal gesagt hat, als Wink mit dem Zaunpfahl. Und ich gehe mal kurz zu Madame Lucia. Vielleicht, ich könnte jetzt abtauchen, aber so wie ich die Situation einschätze, ist der Meeresgrund wahrscheinlich riesengroß. Und in dem Sinne, statten wir doch erstmal der guten Madame Lucia einen Besuch ab, ob sie das alles ein bisschen eingrenzen kann, in welchem Bereich des Meeres wir uns jetzt umsehen sollten. So, aber das machen wir im nächsten Part, denn wir sind gleich bei 18 Minuten, der Part ist schon wieder relativ lang, aber die Meerjungfrauen haben so viel gelabert und gereimt, da konnte man leider einfach nicht zwischen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!